Hallo zusammen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht im Hintergrund den Vesuv, da wollen wir heute hoch. Ich quatsch nicht lange, los geht's. Wir sind früh aufgestanden und dann zunächst mit dem Zug in Richtung Ercolano gefahren, wo wir in den Bus umsteigen wollten, hoch zum Vesuv. Zumindest war das der Plan, so ganz gelungen ist uns das aber irgendwie nicht. Ja, guten Morgen aus Italien. Wir wollten eigentlich heute rund um den Vesuv fahren, beziehungsweise zum Vesuv. Der Gipfel ist weiterhin gesperrt, aber ja, ein bisschen hoch wollten wir eigentlich. Hinter mir sieht man ihn auch. Aber wir sind hier irgendwo gestrandet an irgendeiner kleinen Station, weil wir haben leider den falschen Zug genommen. Wir fahren jetzt zurück Richtung Neapel und schauen dann mal, ob wir näher rankommen. Ja, das kleine Missgeschick war nicht weiter schlimm. Wir waren dann schon bald wieder in Herculaneum, wo wir ja neulich schon waren, wo wir uns die Ausgrabungen hier angeschaut haben, sind dann dort umgestiegen in einen Bus und damit hoch zum Vesuv gefahren. Als wir dann relativ weit oben waren, konnten wir aus dem Bus aussteigen und mit Guide und großer Gruppe ein Stück in Richtung Krater wandern, über einen Weg, der eigentlich offiziell gesperrt war, irgendwie dann aber doch nicht. So richtig verstanden hat es keiner. Ja, da sind wir ein Stück hochgewandert. Ja, das war eine ziemliche Abzocktour. Die haben uns ganz was anderes versprochen hier. Wir haben jetzt 20 Euro ausgegeben, die haben uns die tollsten Fotos gezeigt von irgendwelchen Lavaschluchten, wo wir eigentlich durchwandern sollten. Und jetzt wurden wir einmal kurz aus dem Bus, sind hier den einen Kilometer Weg. Den Weg lang gelatscht und jetzt geht es schon wieder zurück. Also überhaupt nicht das, was versprochen wurde. Ja, hier sind wir am offiziellen Eingang. So was Unorganisiertes wie hier hat man selten gesehen. Hinter mir steht der öffentliche Bus. Hier kommt jetzt offenbar der Bus, der uns runterbringen soll. Also es ist chaotisch hier. Ja, wir waren dann recht froh, dass wir schnell wieder runterfahren konnten, haben uns dann nicht mehr lange aufgehalten, sind dann direkt in den Zug gestiegen und nach Torre Annunziata gefahren und haben uns dort die Villa Oplontis angeschaut. Ja, die Villa Oplontis ist ziemlich groß und hat einst offenbar einer vornehmen römischen Familie gehört. Sie wurde 79 nach Christus beim Vesuvausbruch, der damals auch Pompeji zerstört hat, verschüttet. Ja, man weiß nicht genau, wem sie gehört hat. Es gibt Vermutungen, dass sie vielleicht sogar der zweiten Frau von Kaiser Nero gehört haben könnte. Ja, nach diesem spannenden Ausflug sind wir dann erstmal wieder zurück zu unserem Hotelzimmer gefahren. Dort haben wir dann vom Balkon aus noch ein bisschen die Aussicht genossen über den Golf von Neapel, haben ein bisschen den Vesuv uns angeschaut von dort, sah richtig schön aus in der untergehenden Sonne. Ja, Capri konnte man auch richtig schön sehen, da haben wir auch noch eine ganze Weile gesessen und uns das angeschaut. Die ja, Skyline von Neapel, richtig toll. Haben ein bisschen uns ausgeruht und uns dann ins Nachtleben gestürzt. Ja, es war Wochenende und richtig voll. Überall waren wahre Menschenmassen unterwegs. Der Verkehr war chaotisch. Ja, in der Fußgängerzone drängten sich die Menschen. Wir haben versucht, was zu essen zu finden. War gar nicht so einfach. Waren dann sehr froh, dass wir hier diese kleine Trattoria gefunden haben. Da war es richtig gut. Ich habe leckeren Tintenfisch gegessen mit Sardellen als Vorspeise. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer Neapel-Videos. Ich hoffe, man hört mich überhaupt in diesem ganzen Lärm hier, den die Roller unter mir verursachen. Mit einem letzten Blick auf den Vesuv und auf den Hafen von Neapel sage ich Tschüss aus Italien und bis zum nächsten Video.
Tschüss.